Oh. Ein Scharfschießer. Aber mit dem Fass gerade, Fass Dancing war geil. Cool. Aber ich würde trotzdem gerne mal einen dranhängen. Und dann wird er so mitgerissen, so voll vom Boden auf in die Welt, so geil. Da hinten kannst du nicht schießen, noch viel besser, mit dem Mega-Explosion. Wo ist denn? Du? Da. Alter. Okay, lang kann man das so nicht aushalten. Pops. Oh, ich sollte vielleicht mal kurz abheben. Nein! Ah. Kacke! Gestorben! Wurdest du erschossen? Alter, Mama, bier auf! Nee, Quatsch, mach schon. Mach schon. Dein Bier ist da. Auf was ich mich auch, was bestimmt episch auch grafisch wird, ist Uncharted 4. Das wird bestimmt mega. Mass Effect 4 und Skyliner, ne? Na, wie heißt das? Into the Sky? Das ist aber alles keine Grafikbomben. Keine Grafikbomben? Sehen zwar vielleicht gut aus, aber. PlayStation 5 wird geil. PlayStation 5. Ja, PlayStation 6 erst, ey, die wird cool. Ach, ich tendiere für die 7er. PlayStation 7, yo. Was? Also. Du hast eine Bierfahne, eine Flagge. Das hat letzte Bier, ne? Teilst dir gut ein. Hast schon alle 6 Löcke gemacht. Ach, hast du hinten noch mehr gesammelt? Ja. 2. Noch. Wie schmeckt dein Essen? Hast du schon fertig oder? Also, hast du musst nur warm machen, ne? In dem Mikro. Ja, ich dachte ja mal, dass Rivano das mal warm macht. Da hätten wir zusammen arbeiten. Da hätten wir zusammen. Da hätten wir zusammen essen können. Die Nieren. Da hätten wir zusammen essen können. Ich bin sowas von bereit. Du hast da ein Problem, Onkel. Du hast ein Problem. Die kommen alle und wollen die Schuhe. Oh, guck mal, ich hab fast in den Himmel geschossen. Das ist ja fast ein bisschen länger. Ich hab die Wanne verlegen. Ey, Alter, ich hab also heute habe ich richtig schön Twitch verloren. Fällt mir sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, ich bin auch an. Genau, ich habe alle gezockt, 1, 2, 3 von den ersten auch schon klasse, obwohl die war auch schon gut. Der zweite hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil die Story so geil war, mit den Vorboten und so, mit deinem Team und dass sie dann entführt wurden und so, richtig geil. Der dritte war toll, auch dass man dann online eine Armee zusammenstellen konnte. Und jetzt der vierte, ich weiß, ich habe jetzt mal munkelt, das ist eine ganz neue Figur, man munkelt, man spielt aber irgendwie, trifft man trotzdem mit Shepard. Und die Grafik wird bestimmt episch werden. Ja, Onkel und Rivano, ich konnte zwar euren Stream auf Twitch ein wenig mitverfolgen, aber ich habe nicht rausgefunden, wo ich die scheiß AGBs akzeptiere. Wenn ich auf die AGBs gehe, steht einfach nicht von akzeptieren. Gib mir doch bitte ein Tutorial. Ich kenne mich nicht aus, ich bin am Verzweifeln. Das ist geil so. Ich wollte mich anmelden, aber es klappt nicht. Bei eurem letzten Stream hat Twitch noch nicht einmal meinen Benutzernamen akzeptiert. Was ist das jetzt? Ja, super. Das löse ich jetzt. Boah, wann hat er sich jetzt ausgesucht? Ich hab da gerade so ein Problem. Das ist ja schön, wir konnten heute einen Menschen glücklich machen. Ja. Mit Max, jetzt zocken kann. Ja, ich dachte, ich ist auch gerne auf PC. Ich hab's auf PS4, aber auf PC würde ich mir schon gerne mal die Karte anschauen. Ja, der zweite Teil. Da haben wir auch. Ich fand das auch schön mit den Planeten, die suchen und so. Und dass da noch so kleine Missionen waren. Archangel, wie das alles gekommen ist. Der erste Teil war schon cool, der zweite Teil war. Der dritte war. Die waren auch cool. Ich fand auch geil, der Anfang vom dritten, mit der Grafik, wie dann die alle angegriffen haben. Aber mit konventionellen Waffen keine Chance. Die Reaper, die waren einfach zu übel.
Dann gab es ja noch den zweiten, die Kollektoren, hä? War das, glaube ich, ne? Ich fand den zweiten Teil richtig episch. Ich fand den. Boah, der war so geil. Ich habe ja angefangen zu Let's Playen im zweiten. Ich hab den bisschen gespielt, ich hab echt für Mass Effect keine Ahnung gehabt. Ich hab den ersten nie gezockt, ich hab den zweiten dann gezockt. Und ich war so begeistert, ich hab das echt ohne dass ich das Spiel kannte oder sowas. Hab ich mich da rangesetzt, hab das Mass Effect mal probiert. Und ich war sofort gefesselt und hab wirklich wochenlang gezockt, bis ich das durchhalte. Tagelang. Mit L2. Das hat mich aber immer total geflasht. Dann war aber mein Problem, ne, dann habe ich den ersten Teil danach gespielt. Ja, wenn ihr erstmal den ersten gezockt habt. Dritte war für mich. Ich hab ja damals direkt gesehen, dass ich genau mal die Rolle spielen mit seinen Zwischen. Nach Tage, für einen Planeten und so, da haben wir mal die. Und der dritte, da ja, das ist ja eher Shooter als irgendwas. Das Teil finde ich bloß noch schon mal. Boah, was? Ich fand doof, dass man im dritten Teil immer mit der Waffe in der Hand rumgelaufen ist. Das war der zweite Teil noch mehr Rolle. Genau das meine ich. Ja. Und das hat mir auch nicht gefallen. Ich war mir erst der Totenschüler. Ich war immer böse auf dem zweiten, ey. Wie ich die mal verarscht habe, da erstmal direkt einen in den Kopf geschossen, ey. Oder die Waffe bedroht, ey, Junge, du gesagt, jo, was ist los? Nein, aber was ich gut fand halt im zweiten. Du kannst ja auch diese Auswahlmöglichkeiten von guten Bösen, weil ja beim dritten war ja eigentlich nicht mehr so, da warst du ja. Ich sage ja, der dritte Teil war mehr Shooter und das hat mir halt ganz gut gefallen. Ja, es hat mehr Shooter-Ballern. Aber das ist EA. Wieso kann ich nicht mehr ranzoomen? Du bist der Gott. Ich würde gerne mit der zielen mit der Waffe. Na, schauen wir mal, was die im vierten rausgezaubert haben. Oh mein Gott, war das schlimm, als man hier mit dem Alien getötet hat. Oh mein Gott, auch wenn ich mir gut zurück habe. Mein Gott, ey, hast du was nicht gesehen? Hast du vom Winter, ja? Alien-Vögel. Nee, diesen Schwarm meinst du, oder? Die Schwarm so, die ganz klein. Alienvögeln, Mann! Alienvögeln, ja, das war. Boah! Ich hab doch nicht verstanden, der Schwarm, da gab's ja so einen Schwarm. Ich hab nicht zum Schwarm gesagt. Null! Alienvögel. Ich hab denkt, bei Vögeln gelernt, Vogelschwarm. Ja, von dem wir wissen. Du weißt auch schön, wie ich die blümchen Geschichte kennst, ja. Ja, erzähl mir doch mal. Mach das mal kaputt da, yo. Die Explosion. Aber ich glaube, ich muss wieder mehr streamen. Macht mir echt wieder richtig Spaß, wenn die Leute auch zugucken. Weil ich hatte das Problem gehabt, dass ich wirklich streamen, da eine tote Hose war. Da wirklich niemand mehr zugucken. Der war gut. Immer was anderes, ne? Ich hab die ganze Zeit aber gestreamt und jedes Mal war eine Müllperson da. Das war ein bisschen doof. Aber mit dem Rivano kann man gut streamen. Streamen, wenn ich da bin. Was sagt ihr denn dazu, dass The Witcher 3 The Game Award Kategorie ist? Absolut. Das ist komplett derselben Meinung des Spiels des Jahres, das Witcher 3. Bin ich komplett der gleichen Meinung. Weil das Spiel war benutzerfreundlich und das Spiel, das hat einen Umfang gehabt und selbst die DLCs, die waren es wert, sich die Dinger zu kaufen. Oder die sind es noch wert, sind noch kaum alle raus. Weil wenn ich die anderen Spiele sehe mit dem DLC, mit einem, was weiß ich, 5 Minuten Gameplay, bla bla bla, The Witcher hat 2 DLCs, die dazu kommen, das Heart of Stone und das andere, was noch dazu kommt. Das hat eine Gesamtspielzeit von Witcher 2. Nochmal ein komplettes Rollenspiel nochmal. Kriegst du nochmal mit dem Boden.
Ich find's mega toll. Ich fand die Grafik auch echt toll. Mega toll. Die Atmosphäre ist toll, was man alles so machen kann. Ich bin ja noch dabei bei dem. Ja, ich auch. Ich bin ja noch dabei. Angefangen zu Let's Playen. Ja, finde ich auch absolut fit. Ja. Obwohl, Fallout 4 ist auch episch. Ja, Fallout 4 ist jetzt natürlich auch, aber die Art allein, was man nach die Welt erkunden kann. Und ich finde auch die Grafik auf der PlayStation 4 super geil. Ich werde die zwei Dinger verbinden. So. Komm, Junge, schicke Marine ein. Ich versenke das. Ich habe selten ein Spiel mit so viel Liebe zum Detail gespielt. Ja. Ich finde das sowieso immer geiler. Dann sollen die sich lieber noch 3 Monate länger Zeit lassen. Und dafür dann aber so einen Knaller rausbringen. Worauf ich mich auch freue, und ich hoffe, es kommt noch, sollte dieses Jahr kommen, Dead Island 2. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr kommt. Das, das ist auch detailreich. Das kannst du nicht machen. Das ist auch ein geiles Spiel. Also Dead Island, Dead Island 1 und Dead Island Riptide waren so lala Spiele. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Also war Dying Light viel geiler. Viel geiler. Ja, dann sollen sie halt Dying Light die Leute so übernehmen. Ich mach es auch. Also, warum ich mich richtig freue, ist Division. Freue ich mich richtig freue. Kopf durch die Wand. It's time for the Division. It's time for the Division. Bist du immer zu eins? Ich habe sie nicht mehr. Also ich, wie gesagt, ich bin noch dabei, ich habe angefangen zu Let's Playen. Ja. Aber hab das jetzt dadurch auf meinem YouTube-Channel. Kann ich den haben? Dadurch auf meinem YouTube-Channel keine Singleplayer-Projekte mehr mache, habe ich das Projekt abgebrochen und bin jetzt nebenbei noch so ein bisschen am Zocken. Aber jetzt zurzeit gehe ich auf Fallout fest, jetzt zurzeit wieder das. Aber jetzt ist es auch mal wieder gut, ne? Das ist ja dieses Jahr die ganzen Spiele raus, die gut waren. Also bei mir ist es jetzt zumindest vorbei, also ich weiß es nicht, kommt jetzt noch ein Spiel, nee, kommt kein Spiel mehr, was dieses Jahr gut sein könnte. Ich schwimme mich nach oben. Und dann geht's wieder nach oben drücken. Und dann, kommen die Koop-Sachen. Man kann ja mal ganz kurz gucken, dieses Jahr, würde mich jetzt auch mal interessieren, ich glaube, dieses Jahr war es das Ganze. Dezember. Rainbow Six Siege habe ich auch noch geholt. Absolut cool. Das macht richtig Spaß. Aber wenn du eine schöne Gruppe hast. Ist es wirklich ein CS-Killer? Das ist so das, was ich... Wenn du es richtig geil in Taktik spielst, dann ich mal her. Guck dir mal die geile Waffe an. Was ich auch weiß, ob man das tun will, ja? Januar, Lego Marvel Avengers. Da freue ich mich schon drauf. Ich mag Lego-Spiele, ich liebe die Lego-Spiele. Ich schätze. Oh, der hat mich voll weggeballert. Aber ansonsten, das War of Mine könnte noch, The Little Ones könnte noch interessant werden, aber. Also richtig Games. Januar kommt nichts weiter. Februar kommt nichts weiter. Doch, Februar kommt Far Cry Primal. Primal. Der Steinzeit gab's. Oh, und The Walking Dead mich schon. In der Steinzeit gab's keine Dinos. Und im März kommt The Division. Nein, das ist aber noch wissen wir was. Oh ja, der neue Tomb Raider Teil hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ich hab Mirror's Edge 2. Das wird auch fett. Nächstes Jahr freue ich mich auf den Shooter von den Jungs, die Borderlands gemacht haben. Natürlich auf Mirror's Edge 2. Borderlands 2 zocken wir auch. Ne? Was haben die? Was macht? Bringen die schon? No Man's Sky, das wird so episch.
Das ist so ein Spiel, wo ich so richtig heiß drauf war. Das ist wirklich. Boah, No Man's Sky, das wird so. Ja, das wird Projektplaner für den Kanal. No Man's Sky. Boah, das wird so geil. Aber das Lustige ist, dass die sich ja jetzt schon voraussagen, dass man sich da ja gar nicht trifft im Spiel. Aus, das hat dann alles den Arsch drin. Oh ja, ja, der neue Turm. Ja, ich habe leider noch nicht gespielt. Das ist nur die Xbox One, oder? Ich bin kein Xbox-Fan, das Ding möchte ich nicht. Ist auch schön. Ist doch was links, was wir rausholen müssen. Und dann kommt ein Lecker. Ja, das ist doch die Zeit. Das ist auch ein Film. Und zwar brauchst du noch einen Gastank. Benzintank brauchst du noch welche. Du brauchst noch solche komischen Antennen. Du brauchst noch Satelliten. Du brauchst noch. Was ist das? Stromhäuser und du brauchst noch diese großen Stromhäuser. Auch wenn es Rico ist und wenn es Just Cause 3 ist, aber an der Wand laufen oder an der Decke laufen, kann man leider nicht. Ich würde halt gerne hier hochkommen. Das muss ich mal outen. Ich habe schon leider den alten Teil richtig durchgespielt. Den ersten. Das Ding sieht ich habe den Sommer auf PS4 die Definitive Edition nochmal mitgeholt. War ich zum Angebot. Und ich hoffe ja, dass ich dazu komme, den auch mal zu zocken. Jetzt, wo ich mich ein bisschen zurückgefahren habe. Ich meine, die Neuauflage der Spielreihe gefällt mir gut. Ein tolles Abenteuerspiel. Ja, ich dachte, das ist. Ach so. Ich dachte, du meinst das Tomb Raider Rise of the. Da freue ich mich nämlich auch schon drauf. Aber ich muss erst mal den ersten Teil spielen. Zocken. Aber ich kam bis jetzt noch nicht dazu, aber ich hoffe jetzt, dass ich ein paar mehr Singleplayer-Projekte schaffe, wenn ich die außerhalb meiner YouTube-Sachen mache. Da kommst du ja gar nicht dazu. Das hast du jetzt ein Stück wieder Zeit, sagen wir bis Februar Zeit. Und dann kommt von Far Cry Primal. Bis dahin habe ich Zeit, die ganzen Spiele durchzurauchen. Fallout 4 müssen wir noch zocken. Bin ich auch schon, also Far Cry, Fallout macht mir auch richtig Spaß. Ja. Zocke ich ja auch. Und da bin ich jetzt, ich habe meine Siedlung gebaut und alle Geräte sind so. Macht schon Spaß. Ich überlege aber schon meine ganzen Single-Projekte, die ich so zocke, aber ich die nicht streame. Wenigstens. Die ich so ein bisschen rumgeige. Waffenwechsel? Ja, wo ich direkt bin. Ich hab die Granate aus dem geworfen. Ich meine mit rechts, links Granate.
Hab ich jetzt eigentlich wieder vergessen. Ein bisschen leiser zu stellen. Ich hoffe, hört ihr uns überhaupt gut? Das ist mal so eine Frage. Gut, dass mir das jetzt nach Stunden Stream einfällt. Hört ihr uns auch gut? Nach 3 Stunden Stream fällt mir ein zu fragen, ob ihr uns auch gut hört. Aber es scheint ja so, als ob es leider nicht wieder gesprochen. Ich finde es schön, dass heute kein Satz war mit ey, man hört alles doppelt. Ja, das machen wir weg. Ich werde langsam müde. Ich bin wieder Kindle sein. Ja, ich bin ja. Ja, ich gehe da raus. Papa wird langsam müde. Würde ich eigentlich sagen. Merkst du, ich bin Fallout ist schon wirklich cool. Ich finde nur, dass die Entwickler von Bethesda zwar immer authentische Universen schaffen, aber mir fehlen da einfach Innovationen bei den Spielemechaniken, denn die ähneln sich doch sehr. Ja, ist richtig. Was mir bei Bethesda Rollenspielen aufgefallen ist, das ist bei Skyrim, das ist bei die Elder Scrolls Online, das ist bei Fallout 4, das ist bei Fallout 3 auch gewesen, das ist auch bei. Ne, aber die ganzen. Wisst ihr, was ich meine? Die ganzen Spiele. Nö, viel weiter. Ist mir aufgefallen, dass du am Anfang geht das Spiel schön los, du hast eine geile Story, ist auch geil inszeniert, macht schon echt Spaß. Aber irgendwann kommst du bei den Spielen an irgendeine Stelle, wo du sowas von bombardiert wirst mit Input, dass du dann irgendwie wieder total deinem Hirn von Null anfängst. Das finde ich bei Bethesda-Spielen immer so ein bisschen krass. Das war jetzt letztens bei der Elder Scrolls Online, wo man das mit den... Alter, wir sind dann in den Raum reingekommen, auf einmal haben wir die ganzen Gilden, die ganzen Scheiß, alles auf den Kopf reingebrettert bekommen. Das heißt, ich glaube, ich habe nicht mehr durchgeblickt. Ich habe gesagt, jetzt Spielpause, jetzt ist Schluss. Das ist echt krass. Also das finde ich immer... Weil gerade so Witcher oder so, ja, aber die anderen schaffen es doch auch, das Spiel, den Umfang im Spielverlauf unterzubringen, so nach und nach, so dich ein bisschen, dich nach und nach so ein bisschen da reinzubringen in das Spiel. Aber Bethesda, die packen das nicht. Die hauen dir in meinen Kopf rein. Big Boss, the host from the Big Boss, the Big Boss. Die hören wir uns doch. Sauber. Hey, Bastardos, was ist los? Oh, da ist Granate auf. Guck mal, der parkt sogar schön. Eins. Kann doch aus. Boah. Das war's, Big Boss ist es. Toll. Big Boss mit einer Panzerfaust in den Boden gestampft. Oh, hier. Was haben wir denn jetzt noch alles? Das ist so scheiße. Guck mal, da hinten steht immer was. Ist hier irgendwo was? Ah, haben wir noch Satelliten? Steht auf. Gibt es hier noch Abwehrsysteme? Ja, bestimmt. Satellitenschüsse kaputt. So war's. Kabuck. Da hinten ist noch was Rotes. Und da unten sind Fässer. Ja, was ist denn? Ausstecken! Tja, mit Airbag war das nicht passiert. Ja, genau, das ist mir auch zu krass. Ja, gut, bin ich der Einzige. Ich habe mich schon echt alt gefühlt, deswegen.
Ja, 39 hat er ja gesagt. Der eine. Nee, ich habe mich schon echt alt gefühlt, dass ich das nicht gerafft habe, so viel Input auf einmal. Ja, das sag ich ja. Aber dann geht's mir doch nicht nur so. Nicht nur mir so. Oh, nee, Rivano weg. Nebel, es wird neblig, the fuck. The fuck. Nee, fuck ist das andere. Fuck des Grauens. So, Entschuldigung. Ja, da suchen wir uns mal noch. Disneyland, ne? So, das machen wir jetzt noch zu Ende, ja. Du musst noch ein paar Gebäude. Aber ich hätte gern noch Waffen. Aber ist cool. Und das, was man auch immer so hat hier, wenn man YouTube streamt oder so, man lernt halt immer coole Typen kennen. YouTuber, Zuschauer. Finde ich immer schon ganz cool. Auch so eine Sache, was ich eigentlich cool finde. Neben den ganzen tausend geilen Dingsen und so. Ich suche halt gerade wieder den Bus, ne? Das ist das Problem. Den Bus. Den Leuten in die Bus hier. Genau. Kleiner Drecksack. So, was? Den Drecksack, den ich steuern werde. Da. Meins. Das ist zwar für mich, ich werde es gleich abgefahren. So, da vorne haben wir noch eine Antenne, wie das Rivano so schön sagt. Eine Antenne. Eine Artillerietenne. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und zack, wo wir haben. Ah, da haben wir Waffen. Meins. Ich hab Hunger auf Lasagne. Ich hab keine Ahnung. Nö, das hast du mir jetzt gesagt. Wieso, weil du Hunger hast? Ja, weil du. Ja, du hast gesagt, du machst zu warm, aber machst du warm. Ich bin ja auch ein großer Indie-Fan. Ja, bin ich nicht so. Das kommt drauf an. Ich mag die Survival-Spiele und so, aber. Mhm. Aber ich würde mich nicht direkt als Indie spielen, weil dieses ganze Super Meat Boy und sowas. Ja. Nee. Ah, geschafft. Porto de Grata. Also da gefällt mir schon mehr diese Kinderspiel. Es gibt auch ein geile Games, das ist ja das Schlimme. Man weiß gar nicht, wo man zuerst zocken soll, ne? Wir haben es geschafft. Machst du dein eigenes Gebiet kaputt. Was steht da mit Wahnsinn? Nee, da unten zwar noch. Ach, da, ja. Jetzt kommen Nachrichten. Achtung! Seid gegrüßt, Patrioten! Wollte euch nur mitteilen, dass die Basis von Porto Le Gratia zerstört wurde. Nicht viele Länder geben so viel Geld für die Verbesserung ihrer Infrastruktur aus. Ihr habt wirklich Glück, dass ihr hier leben dürft. Viva Medici! Auch schön. Bum. Freuen Sie sich mal. So, wir haben das Gebiet ja auch befreit. Wonderful. Nimm auf der Kanonenboot bitte einmal. Mit der Hilfe von der Rivano. Mhm.
haben wir Gebiet kaputt gemacht. Ja. Yeah. Revolutionär. Lass mich fahren. Kannst du damit fahren? Klar. Sieh. Das hat was. Boah, was geht denn mit dir ab? Müde. Ich muss mein Bier noch ausdrücken. Ich hab schon ausgetrunken. Mich meins. Was fängt mit? Mit M an hört mit Müde auf. Ah, hier kann man einsteigen, das ist gut. Das ist gut. Mein Bot. Und ist gut. Aber es durfte nicht da lang fahren. Ich müsste jetzt schon mal so ein bisschen. Was machst du? Hast du ja jemals gelernt, Nase auszuschneiden, richtig? Nee, hab vergessen. Ja, nee, also solche Spiele mag ich wieder nicht, solche Pixel-Gedöns. Ja, da bin ich irgendwie. Da finde ich keinen Spaß dran. Aber Fetz war cool. Fetz ist doch das mit diesen, wo du hier diesen die Welt drehen kannst, ne? Ich glaube, das Spiel fand ich lustig. Lustig. Boah, ich werde langsam immer müder. Ich fange schon langsam an, ein bisschen zu leiden. Ich glaube, langsam muss ich leider Schluss machen. Aber das machen wir auch. Ey, Bot, wo willst du hin, Bot? War auf jeden Fall sehr schön, dass du noch dabei geblieben bist bis zum bitteren Ende. Und wenn du Bock hast, kannst du ja gerne öfters mal vorbeigucken oder so privat schreiben. Oh, warte auch mal, was machst du? Ja, jetzt nicht sofort, aber gleich, weil ich bin auch schon echt im Arsch. Oh, war ein langer Tag. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Und von mit. Achso, wie war das bei Rivano? Ich mag Schiffe. Ich mag Schiffe. Machst du das? Nein. Ich mag Schiffe. Ich mag Schiffe. Schieß mal. Oh, eine dicke Knarre dran. Kanonenboot. Ah doch, das wäre ein. Ja. Doch, das fand ich ganz cool. Obwohl ich schon beim ersten Level verzweifelt bin. Weil du doch diese Diamanten suchen musstest. Und da habe ich nicht alle gefunden. Und da wollte ich auch unbedingt alle haben. Aber ich habe es ja nicht erfunden. War zu doof. Jetzt habe ich mich festgefranst. Du hast doch übersehen, ne? Wir könnten mal was probieren. Und zwar. Rausziehen mit dem Seil, ne? Mhm. Wir rutschen zurück, oder? Das ist auch schön. Kann man auch machen. Machst du rückwärts gar? Mach eine Idee. In der Granate wird das nicht müsste reichen. Oh. Warte mal. Kannst du sehen? Von uns Loch? Ja. Das macht Bang. Bam, Bruder, bam, bam. Bang, wow, jetzt sieht's aus, als wird's schießen, oder? Auf Wiedersehen, bewegt schönes Schiff. Geil. Wie kann es denn untergehen? Das lag doch schon am Land. Das geht doch gar nicht unter. Doch. Das geht halt hinten. Oh, er ist frei, du hast befreit. Jetzt spring hin. Und fahre damit. Das ist nur ein kleines Loch. Wir fahren mit dem Boot nach Pennsylvania. Halt! 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 Jetzt hast du jetzt wieder gedeckt. Tisch. Tisch? Tisch. Oh. Ah, die Richtung. Oh. Bitte? Wo? Geil. Geil. Wo müssen wir hin? Jetzt. Büpp, geht's wieder weg. Muss ich hier auch mal sehen. Da! Ja. Der Onkel, der hat wieder alles in die Luft gejagt hier. Der alte Sprengmeister.
Hast du gedacht, legst mal ein bisschen Dynamit rein. Hallo, geh da mal hier. Jetzt. Dynamit. 8 von 18, 10 Stück noch. Dynamit. Dynamit. Das ist das Fell vom Döner. Eine Runde Met, Wurst. Ich freue mich. Also ich muss sagen, ich freue mich dann auch schon langsam so ein bisschen noch mehr im Bett. Ich auch. Das ist krass. Schön warm, gemütlich. Ja. Ich bringe ihn noch ein bisschen bei die Luft und morgen essen wir dann die restliche Lasagne. Ich lasse gerne, ja. Lasagne. 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 Gefällt mir. Lasagne. Oh, was ist das? Das ist ein Pferd, oder? Versenkt das mal im Wasser. Was haben wir denn hier für ein Getier? Cooler Pferd. Wir sollten etwas probieren. Oder ein Steinbock. Wir sollten. Im Wasser binden. Im Wasser binden. Im Wasser binden. Wenn eine Granate, dann fliegst du dämlich weg. Am Boot hängen am besten. Da wird sie mitgeschleppt. Das ist ein Steinbock. Oder nee, Flugzeuge, das ist sinnlos. Flugzeug ist ein wenig sinnlos. Signal, wir haben unsere ungarische Banane. Was hat das geschickt? Panzer. Ach halt. Vielleicht besser, wenn wir das Ding auf den Arsch schießen. Boah, da blutet sogar. So, du kommst mit. Eine kleine Zicke. Was? Da du die heilige Schaufel Explo Knalli Boom aus dem Stein gezogen hast, bist du nun der König von Medici. Ja! Excalibur! Ich bin der Ritter der Schaufel. Und jetzt, der Ritter kriegt nämlich als Geschenk die Ziege, die hinten dran hängt. Yeah, und da ist die Ziege, wie die, wie die, wie die. Die Flying Ziege. It's the flying Ziege. Boah, ich lasse die ja hier schon am Heli wedeln, weißt du? Aber du willst die. Ja, ich will sie gleich noch mit Dynamit versehen in die Tankstelle werfen. Und yeah. Ja, morgen wie abgeht. Und Achtung, jetzt machen wir Weitwurf, 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 pass auf. Komm, hol erstmal den Schwung. Zack! Ja. Yeah. Blub. Abgesaugt. Lebst du noch? Guck mal, schwimmen. Bist gleich beschossen, weil du hier mit der Ziege fährst. Da unten pangelst du, oder? Wo denn? Da ist nicht aus dem Wasser muss hier sein. Da wurdest du vom Hai gedacht, da liegt's da, oder? Das ist die da, oder? Das ist ja nicht. Ja. Ist das ein Vogel? Ja, das schießt immer ab. Ein Vogel! Ja, abgeschossen. Aber wo siehst du die Ziege? Die schwimmt. Das Unterwasser-U-Boot ist das. Unterwasser-U-Boot, das ist schon ein Überwasser-U-Boot gesehen. Ja. Ziege ja, ist verblockt, sagt er. Ich will den Ohrwurm. Das ist der Bein. Down, down. So, schieß mal die Brücke weg. Nur für ihn. Ach, das war ein scheiß Jetski. Jetzt wird die Brücke gesprengt. Ja, das kennt doch jeder schon. It's the final, aber er nicht. Ja, aber das ist schon weg. Was ist los? Ach guck mal, hier haben wir noch was. Ja. Ist doch gut auch. Fühlen Sie sich jetzt bei mir? Die Brücke kaputt. Meine Brücke kaputt! Die Brücke kaputt. Machen wir einfach so. Fliegen wir dagegen. Er steigt aus und er springt und die Brücke und der fliegt daneben. An alle Einheiten. Hat die Brücke aber nicht geschadet. Die ist unbreakable.
Okay, dann wollen wir die nochmal zum Kippen bringen bei Rivano. Hängen wir das Auto an die Brücke. Verfügbaren Einheiten. Melden Sie sich. Bitte kommen. Ja, das ist fast gut. Aber wir könnten eine Dynamit da hochschießen, oder? Genau, dann machst du das Moped voll, packst dann. Perfekt. Kannst du noch eine drauf nehmen? Nee, machst du vier Stück und dann ziehst du das Ding auch an die Brücke und dann machst du bum 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 bum. Ich bin so doof. Ja, dann häng doch schnell dran. Ja, da ist aber ein Gla- Was zum... Ich will dir mal sagen, wie ist euer Status? Okay. Bitte kommen! Verdammt! Wir machen es richtig. Okay, direkt weggesprengt. Und einmal hier hin. Würde ich behaupten, die machen wir noch. Hier hin. Dann machen wir ungefähr hier hin. Es sieht schon episch aus mit den Brücken. Das ist, muss man schon mal sagen. Und dann machen wir noch mal hier hin. So, von wo aus möchten Sie denn gerne gucken? Hier oben ist eine schöne Aussichtsplattform, oder? Siehst du die auch? Ja, blub. Was, blub? Ja. Das sehe ich auch so. Oh mein Goodness. So, liebe Freunde, wir haben hier eine schöne Aussichtsplattform. Dann würde ich sagen, ist der Abschluss, oder? Genau, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns dann mit dieser schönen Explosion. Ja. Und ich drücke den Knopf jetzt. Bip, bip. Dort blinkert ein Auto. Und kaboom! Oh, geil! Die zerbröckelt. Und so zerbröckelt der Keks. So, meine lieben Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Man sieht sich beim nächsten Livestream. Oh, wow. Was du denn? Beim nächsten Livestream. Mal gucken, wann das sein wird. Erstmal werden ein paar Hangouts kommen. War richtig cool. Und wenn du da mal wieder Bock hast, dann kannst du auf den Kanal vorbeischauen, ein bisschen drunter schreiben. Ja. Quatsch mal mit dir weiter. Falls du YouTube hast, du hast dich ein Dings. Kannst du ja unten einfach auf die Icons, auf die Bilderchen klicken, da kommst du auf unsere YouTube-Kanäle. Auf meinen. Gerne doch, das freut uns sehr. Schön, danke für den Kommentar. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja Kanäle, kannst du gerne auch mal so, wir machen ja viel zusammen. Und wenn du da ein bisschen verfolgst oder so, dann hast du auf jeden Fall auch Spaß. Zum Beispiel habe ich das Abo-Special bei mir, da ist halt ganz viel Lustiges, was wir beide so getrieben haben und noch viele andere dabei. Auf Revano EP. Aber ich glaube, du hast alles verlinkt auch, ne? In den Dings hier, oder? Nicht, ne? Naja, gut. Also Revano EP ist mein Kanal, seiner ist Gamerschicker, den hast du ja da stehen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir bei Twitch vertreiben. Oder auf YouTube. Genau, in YouTube Hangout. Ganz viel und Twitch. Okay. Korrekt. Also dann, vielen Dank. Bis denn. Und mein auch. Good night. Ciao. Sag gut, mach's gut. Jetzt hätte ich die Bombe zünden müssen. Komm, jetzt machen wir Lasagne noch warm. Nee. Ich hab voll Bock jetzt. Hat auch kein Bonaro gegessen. Ich würde gerne abbrechen, aber das geht nur, wenn du mal kurz die Fresse hältst. Nein, warte, lass mich kurz überlegen. Okay. Ciao. Ciao.